Im August 2016 bin ich nach New York City geflogen, um eine der spannendsten Städte der Welt zu fotografieren. Daraus ist ein sehr detailliertes Lightroom und Photoshop Tutorial entstanden. Hier ist das Behind the Scenes. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe mich gestern nicht mehr verabschiedet, denn wir sind dann doch relativ abrupt nach Hause, weil wir irgendwann nicht mehr konnten. Es war dann so, ich sag mal, Mitternacht ungefähr waren wir zu Hause. Und jetzt ist es ja, halb fünf Uhr morgens. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Brooklyn Bridge, beziehungsweise wir laufen sie gerade schon rauf und wollen auf jeden Fall ein Motiv, was wir gestern probiert haben, jetzt hier nochmal fotografieren, denn jetzt morgens ist erstens kein einziger Fußgänger auf dieser Brücke, das heißt, wir laufen hier gerade völlig alleine. Und zum anderen fahren natürlich auch weniger Autos, das heißt, die Brücke vibriert weniger und wir haben die Chance, ein vernünftiges Foto mit vernünftigen Kameraeinstellungen zu machen, ohne dass uns dabei irgendjemand stört und die Kamera verwackelt. Also, probieren wir es aus. So, wir sind jetzt an der Location angekommen. Es fahren jetzt schon extrem viele Autos, natürlich nicht so viele wie gestern, aber es fahren jetzt schon, dafür, dass es irgendwie 5 Uhr morgens ist, extrem viele Autos hier lang. Aber es war tatsächlich so, oder es ist tatsächlich so, dass die Erschütterungen deutlich geringer sind und wir jetzt hier wirklich mit ISO 100 arbeiten können, Blende 8 und Belichtungszeit von 13 Sekunden und mehr und die Bilder werden scharf. Also was ganz anderes als gestern und dementsprechend auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen, hier nochmal herzukommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Da fotografieren wir jetzt runter und mal gucken, was dabei rumkommt. So, wir sind jetzt schon ein bisschen dabei beim Shooten, haben jetzt schon die ersten Bilder gemacht. Das Krasse ist, die Brücke fängt jetzt trotzdem wieder an, so ein bisschen zu vibrieren, aber dieses Stativ von Really Right Stuff, ja, das absorbiert so geil diese Vibration, das ist unglaublich. Also ich spüre richtig die Vibration hier und die Kamera belichtet teilweise bis zu 30 Sekunden und das Bild ist knackscharf. Einfach weil das Hammer absorbiert, dieses Stativ. Und dementsprechend bin ich damit auch sehr, sehr glücklich. Weil ich auch immer wieder gefragt wurde, warum ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Ja, habe ich. Aber es hat sich auch so ein bisschen gelohnt. So, nur um euch jetzt nochmal zu zeigen, was für ein unfassbares Pech wir irgendwie haben in den letzten Tagen. Das ist das Wetter in die Richtung, in die wir fotografieren. Also sehr bewölkt noch, diesig, komisch. Und jetzt passt auf. Jetzt gehe ich mich mal rüber, denn in die andere Richtung ist hier nämlich der Sonnenaufgang gerade. Das heißt, wir fotografieren mit dem Sonnenaufgang, mache ich ja normalerweise nicht, aber in dem Fall machen wir das, weil das Motiv einfach viel interessanter ist als in diese Richtung. Aber schaut euch das mal an. Ja, ich habe die Location, die ich euch gerade eben gezeigt habe, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ganz cool mit dem Sonnenaufgang. Tatsächlich bin ich jetzt einmal kurz rübergegangen, habe tatsächlich einmal die Position getauscht, mache ich normalerweise ja nicht. Aber in dem Fall hat es einfach so gut ausgesehen, dass ich kurz drüben war und das Ganze auch nochmal von einer anderen Perspektive aufgenommen habe. Jetzt bin ich schon wieder am alten Spot. Jetzt ist auch schon so langsam zu hell. Also wir haben so den Punkt erreicht, wo das Foto jetzt schon nicht mehr ganz so geil aussieht. Also den perfekten Zeitpunkt, den hatten wir so ungefähr vor 10 Minuten. Und da war ich zum Glück auch hier. Jetzt zeige ich hier nochmal. Das ist halt von der anderen Seite. Da hat man halt den Sonnenaufgang mit drauf. Dementsprechend sieht es auch sehr, sehr geil aus. Und ja, muss einfach mal mitgenommen werden. So habe ich jetzt zwei Motive von heute Morgen. Ist auf jeden Fall auch erfolgreich. Ja, so langsam füllt sich die Brücke. Sonne ist jetzt auch aufgegangen. Naja, irgendwo hinter den Wolken ist er, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon hell genug. Und wir machen jetzt hier noch ein bisschen was in diese Richtung, auch relativ bekannt.
So, wir sind fertig mit dem Shooting. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Hotel und werden jetzt erstmal eine Runde schlafen, denn ja, die Nacht war sehr, sehr kurz. Wir haben ungefähr, ja, ich würde mal so schätzen, dreieinhalb Stunden haben wir geschlafen ungefähr. Und dementsprechend legen wir uns jetzt nochmal hin. Wir haben jetzt hier noch eine ganze Menge gemacht an der Brücke. Diese klassischen Architekturbilder, wo man mit diesen ganzen Linien arbeiten kann und so weiter. Wir haben sogar ein paar Leute eingebaut. Hier sind echt viele Jogger unterwegs, wie man vielleicht auch gerade im Hintergrund gesehen hat. Und ja, wir gehen jetzt nach Hause und schlafen. Gute Nacht. Wir sind an der nächsten Location, diesmal wieder in Brooklyn, und zwar diese wundervolle Location hier. Da haben wir schön Vordergrund und dementsprechend sieht das Ganze sehr cool aus. Wir haben allerdings wieder mal Pech. Gerade eben war noch schönstes Wetter die ganze Zeit. Dann hat es 2 Stunden vor Sonnenuntergang angefangen zu gewittern und wir haben schon gedacht, ja okay, dann bleiben wir halt einfach zu Hause. Und eine halbe Stunde später sah es wieder richtig cool aus. Und dann sind wir an der Location und es sieht wieder aus wie der letzte Rotz. Ja, wie der letzte Rotz sieht es nicht aus. Das ist schon sehr schön dramatisch, aber so diesen klassischen Sonnenuntergang, den haben wir bisher leider immer noch nicht erlebt in New York. Und dementsprechend ist das dann schon ein bisschen frustrierend. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier das Kamera-Setup wieder mit Verlaufsfilter und ND-Filter. Ich muss jetzt hier nur gleich mal darauf achten, dass ich meine Langzeitbelichtung rechtzeitig beende. Aber so sieht das Ganze jetzt hier aus. Mal gucken, was wir daraus machen können. Neuer Tag, neues Glück. Nachdem wir ja vorgestern, muss man ja sagen, noch diesen coolen Spot gefunden hatten da in Brooklyn mit dem coolen Vordergrund, und da hatten wir sogar noch einen weiteren, ein bisschen weiter links, dann waren wir auf so einem Pier drauf und hatten da nochmal eine richtig coole Aussicht. Aber da habe ich irgendwie nicht mehr gevloggt, weil ich dann auch Kopfschmerzen hatte und so weiter, und dann war mir irgendwie alles egal. Jedenfalls gestern hatten wir dann die Hochzeit. Da habe ich logischerweise auch eher fotografiert als Videos gemacht. Aber heute geht es wieder los. Es ist jetzt zwar schon nachmittags, wir mussten heute früh noch das Auto wegbringen zum Flughafen wieder, das Mietauto. Und dementsprechend ist es jetzt schon nachmittags. Sind wir gerade auf dem Weg Richtung Central Park und schauen mal, was wir da so machen können. Bis gleich. Central Park an sich war jetzt leider erstmal so ein bisschen eine Enttäuschung. Gar nicht so sehr, weil der Central Park scheiße ist, sondern weil die Ansicht, die wir eigentlich fotografieren wollten, so nicht umsetzbar ist. Beziehungsweise noch nicht. Wir müssen mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin. Aber tja, aktuell hat es nicht geklappt. Jetzt haben wir aber in 1,5 Stunden Tickets für das Rockefeller Center, Top of the Rock. Und dann haben wir mal einen Überblick über die gesamte Stadt. Auf dem Weg zum Rockefeller Center haben wir noch kurz einen Zwischenstopp in der Grand Central Station gemacht, um dort die Architektur von innen zu fotografieren. Danach ging es dann direkt in den Aufzug nach oben auf den Top of the Rock im Rockefeller Center. So, jetzt haben wir es geschafft, ganz oben auf dem Top of the Rock vom Rockefeller Center die Aussichtsplattform. Und ja, ist jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, so 5:45. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang. Ich habe mich hier allerdings schon mal platziert. So sieht das Ganze aus. Und jetzt warte ich auf den Sonnenuntergang und hoffe, dass da ein geiles Bild bei rumkommt. Das Wetter ist auf jeden Fall heute sehr vielversprechend. Mal schauen, wie es nachher so ist. Hier siehst du jetzt mal mein Kamerasetup. Ich habe hier am Rockefeller Center mit einem kleinen Tischstativ gearbeitet von Really White Stuff, und damit kommt man auch problemlos am Top of the Rock nach oben. Am Empire State Building ist es etwas schwieriger, da sind Stative eigentlich komplett verboten, und deswegen haben wir uns entschieden, auf das
Rockefeller Center hinaufzugehen, weil man dort dann auch das Empire State Building noch mit drauf hat. Es gibt dort verschiedene Terrassen, wie du siehst, unter uns ist auch eine Terrasse gewesen. Wir sind ganz nach oben gegangen, um den perfekten Ausblick zu haben. Und hier siehst du auch, wie schön dieser Sonnenuntergang da sich noch angedeutet hat. Als es dann aber immer weiter Richtung Sonnenuntergang bzw. blaue Stunde ging, sind die Wolken dann doch relativ stark aufgezogen und die Sonne ist dann hinter der Wolke da hinten untergegangen und dementsprechend war es dann schwierig für uns, hier einen schönen Sonnenuntergang aufzunehmen. Danach gab es dann aber ein richtig tolles Gewitter, was wir dann noch von da oben fotografieren konnten. Teilweise war mir etwas mulmig zumute, aber im Endeffekt war es dann doch kein Problem und wir konnten ein paar schöne Fotos machen mit Blitzen und New York davor im Vordergrund. So Leute, wir mussten jetzt gerade von der obersten Plattform wieder runter, weil das Gewitter dann doch zu uns gezogen ist und dementsprechend hat die Security gesagt, dass wir alle runter müssen aus Sicherheitsgründen. Ist ja auch in Ordnung. Blaue Stunde war eh vorbei. Wir haben jetzt eh nur noch das Gewitter so ein bisschen fotografiert und von daher alles gut. Danach sind wir wieder heruntergefahren und haben das Rockefeller Center noch von unten etwas fotografiert, bevor wir dann letztendlich nach Hause gefahren sind und uns wieder schlafen gelegt haben, um die nächsten 3 Stunden zu schlafen, bevor wir wieder aufstehen mussten. Hier siehst du jetzt noch die Ergebnisse von diesem Tag und wenn es dir gefallen hat und du Interesse daran hast, wie ich diese Bilder bearbeitet habe, dann klick doch einfach mal auf www.stefanschäfer-store.de. Dort findest du jetzt ein umfassendes Videotraining dazu, wie ich diese Bilder bearbeitet habe und ich erkläre dir von A bis Z, wie das Ganze funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben und wenn du Fragen hast, kommentiere unten unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao.